Hallo und willkommen zurück zu Resident Evil 3. Ja, ich hoffe, das klappt jetzt. Und wir wollen keine Zeit verlieren. Wir müssen mal ein bisschen Zeit wieder aufholen. Ich habe schon zu lange warten lassen. Wir haben ja den Schlüssel, weil hier soll es ja irgendwie eine Schlüsselkarte oder irgendwas geben. Dann schauen wir aber erstmal. Okay, gucken wir mal. Ah, ein bisschen Ding. Ein bisschen. Oh Gott, schön. Geh weg von mir. Da ist die Schlüsselkarte, sehr schön. Okay, warte mal, den können wir ja wegschmeißen. Laden. Okay. Ja, genau. Instant tot, Mann. Ich hatte volles Leben. Ich versteh's nicht. Was soll der Scheiß denn immer? Danke, wenigstens hat das geklappt, meine Herren. Okay, wo muss ich denn hin? Ich muss noch in das Schwesternzimmer. Da gab es ja hinten auch noch so einen kleinen Computer, den ich, beziehungsweise Raum, den ich gerne besuchen wollte. Und das ist unsere erste Anlaufstelle. Ah, ich habe gerade gesehen, da ist noch eine Datei. Aber wo ist eigentlich dieser Code für diese Tafel? Vielleicht findet den auch nur Jill, das kann natürlich auch sein. Aber hier war noch eine Notiz. Notiz für über Kasse. Ah, alles klar, dieses die Kassette, die ich brauche für das Aufnahmeband. Behandlungszimmer laufen. Okay, im Behandlungszimmer. Wo haben wir das Behandlungszimmer? Ja, das war Tatsache, dass wir sogar hier lang müssen. Okay. Ja, da haben wir sie. Piep. Ja, klasse. Da haben wir noch Munition und ich glaube, da liegt sie auf dem Tisch. Vielleicht geht ja eine Granate. Ich habe ja noch ein paar Granaten, vielleicht geht das ja. Erst so eine Blendgranate werfen, dass sie ein bisschen geblendet sind und dann mit einer Granate richtig reinbringen. Okay, wo haben wir sie? Oh ja, es hat tatsächlich geklappt, ey. Wo haben wir hier was? Haben wir hier was? Ja. Dann haben wir hier noch was. Ich habe ehrlich gesagt hier den Raum gar nicht durchgeguckt. Seht ihr? Okay, ich muss jetzt... Genau, da komme ich nicht weiter, weil da brauche ich den Code. Das heißt, ich muss wieder runter. Das heißt, ich könnte eigentlich wieder über Dings runterspringen, oder?
Ich spring mal runter. Ja gut, wenn ich da sehe, dass gerade ein Hunter langläuft, ist, glaube ich, runterspringen eine mit der guten Idee. War ja fast zu erwarten, ne? Muss man sagen. Der ist sicher tot. So. Genau, wir haben ja noch hier dieses komische Labor. Da können wir auch noch ein paar Sachen bestimmt finden, ne? Ja, brauchen wir nicht mehr. So, was haben wir denn? Vielleicht finden wir hier so einen Dietrich drauf für ihn drin, ne? Ein bisschen Leben noch. Dann noch ein bisschen Munition. Noch mehr Munition. Warum finde ich jetzt so viel Scheiße, Mann? Das war's. Ey, das ist doch... Habe ich gleich noch einen schönen Bosskampf oder irgendwas vor mir? Ja, ich freue mich ja jetzt schon herrlich. Genau, das brauche ich. All I wanted to know was what the documents were doing. Zwar weggeschmissen, aber die Aufnahme funktioniert immer noch. Seht ihr das? Who do you think you're talking to? I'm goddamn Nathaniel Bard. Da haben wir noch Pflanze, hier haben wir noch Munition und Munition. Also ich finde hier gerade ein bisschen zu viel Munition, muss ich sagen. Bard. Tyrell. Bard's dead. He's been shot. Shit. And the vaccine? I'm looking. Well, look harder. There's gotta be a computer, right? So, Einladung zum Bankett. Sehr geehrter Dr. Bart, es ist mir eine Ehre, Sie herrlich zu einem Bankett am 10. September im Central Hotel einzuladen, bei dem wir unsere Ansichten zu unserer medizinischen Sonderwirtschaftszone MSWC zum Raccoon City austauschen können. Teilnehmer sind Bürgermeister Michael Warden, Polizeichef Brian Irons und andere berühmte Mitglieder unserer Gemeinschaft. Donnerstag, 10. September, bla bla bla, 10 Uhr, 18 Uhr, Oriental Hotel, bla bla bla, erster Stock, Teilnehmer würden wir uns freuen, genau. Handschriftliche Notiz. Nate, ich werde das Gesetz mit deinem neuen Arznei Mitte August vorlegen. Bring das Geld mit. Wir haben für die übliche Afterparty eine Suite gebucht. Die stehst auf Brünette, oder? Ich lasse es Iron wissen. Okay, ich glaube, entweder war es gewollt ein Rechtschreibfehler oder nicht. Das kann ich jetzt nicht sagen. E-Mail an Nathan. Bitte umgeht Antwort. Greg, ich weiß, du schaust dir die Nachrichten an. Dieses Virus wird unser ganzes Land verschlingen. Die Toten werden wie eine Flutwelle über Capitol Hill waschen. Du bist nicht sicher, allerdings warst du mir immer ein guter Freund. Also möchte ich dir einen Ausweg anbieten. Ich habe hier in meinem Besitz eine Dosis des Impfstoffes gegen das Virus, der Heilige Gral. Und sie ist nicht für meine Familie und nicht für irgendwelche Liebhaberinnen von mir. Nein, Greg, sie ist für dich. Ich weiß besser als jeder sonst, dass du die Zukunft der USA bist. Aber wenn du den Impfstoff haben willst, Greg, musst du mich verdammt nochmal hier rausholen. Sofort! Und ohne dass Umbrella Wind davon bekommt. Frage für mich beim Pentagon nach. Ich weiß, du hast die Verbindung. Schau, ob jemand ein Rettungsteam ohne Beteiligung des UBCS auftreiben kann. Ich halte dir den Rücken frei und du mir einen meinen. Das ist doch gar nichts im Vergleich zu den Partys, auf denen wir zusammen waren. Beeil dich. Mir läuft die Zeit davon. This is VRC Chief Nathaniel Bard. September 29, 11 p.m. I am acutely aware that my time's running out. And I hope and pray, by making this recording and bringing the truth to light, that I can restore some small shred of honor to my name. All of Raccoon City's suffering began with the release of a biological weapon known as the T-Virus. My employer, the Umbrella Corporation, engineered this virus.
And they ordered my team to develop a vaccine, which we did. Now, I keep samples of this vaccine here in my office. The rest of it is stored underground. But those sons of bitches of the board, they want to destroy it. They don't want the world to know what they've done. So they're trying to erase all evidence that the virus ever existed. No, I'm not a fool. I know they don't want me to... I got you, Lou, all along. And she trusted me anyway. Als wenn das Reinschlagen des Bildschirmes oder die das Sagen eine Tür geöffnet hätte. So, jetzt müssen wir aber schnurstracks nach Jill. Ohne Wenn und Aber. I got it. Good. I'm headed your way. Be careful. Careful? Have you seen this town? It'll be a fucking miracle if I get there in one piece. Nein, ich laufe. Ich laufe. Ich glaube, das ist die beste Alternative. So, bevor ich da dran gehe, will ich mal ein paar Sachen verstauen. Ja, ich habe so viel Krimskrams dabei. Pistole spiele ich aktuell ja gar nicht. Boah. Okay, dann wollen wir ihr mal das gute Ding reinjagen. Tyrell, what the hell happened? Attention all citizens. The contagion spreading throughout the city has been designated uncontainable. On October 1st, Raccoon City will be completely destroyed in a missile strike. All residents capable of rational thought are urged to evacuate immediately. This is not a test. Attention all citizens. I mean, that's only a day away. There's still people in the city. You think Uncle Sam gives a shit? Fuck. Here they come. You sit tight. I got this. Better grab some gear. Sounds like there's a lot of them out there. I'm gonna try to lower the window shutters. The less entry points, the better. And how do we do that? I'll try hacking into the hospital security system. Keep them off me in the meantime. Und genau, jetzt wissen wir, warum wir so viel Munition brauchen. Na herrlich. Ein Zünder. Okay, da kann ich irgendwas in die Luft jagen. Ich sehe, da ist auf jeden Fall überall noch Krimskrams, was ich gebrauchen kann. Okay, oben hat er fast zu, das ist gut.
weiß noch nicht, warum die zerplatzen wie so. Irgendeine Cremefüllung. So. Ja, der war schön. Ich gucke erstmal, ob wir hier irgendwas finden, ne? Schön. Dieses typische Nachladen, obwohl das Magazin noch nicht mal andersweise leer ist. Oh, come on. Gott, dass ich das getroffen habe, ey. Ja, das ist natürlich auch sehr nett. Oh Gott. Geh weg von mir. Oh Scheiße. Na, ja, dann haben wir auch alles eingesammelt. Ja, noch brauche ich es nicht. Ja, ich hoffe, du hast es gleich. Granaten habe ich noch, ja, sehr schön. Oh Gott! Nein! Oh, um Gottes Willen, jetzt nehme ich das aber. Uiuiui. Ui, ui. Na, ein bisschen haben sie schon aufgerissen, das ist natürlich ärgerlich, aber. Ja! Oder? Wir hatten doch irgendwo den Sprengstoff. Einfach mal ein bisschen ablenken. Okay, komm schon, komm schon, komm schon. 13 Sekunden noch. Müssen wir schon mal in Deckung gehen. Ja, haben wir's? Ja! Carlos! You alright?
even close. But at least it's over. I'm coming back. Vaccine's the real deal. Good. You going somewhere? You're damn right. What do you think you're gonna do? Whole city's about to be microwaved. Come on, man. Call the government. Tell them we found a cure. You stall for time. Ballsy motherfucker. Good news. It's over now. The city's safe. Attention all citizens. The missile strike on Raccoon City will occur in just hours. The payload is designed to eradicate all biological material. You will not survive if you remain in the city. October 1st. Evacuate now. Repeat. No. Evacuate now. Can't be. This is not a test. Wie gesagt, so schön, sein kann alles. Aber wenn man so sieht, dass er beim Anfang, als er diese Albtraum hatte, schreckhaft aufgewacht ist und jetzt irgendwie so ganz seelenruhig. Oh ja, kann passieren, ne? So, ich will erstmal meine ganzen Sachen hier loswerden. Das brauchen wir. Dann will ich noch das haben. Was haben wir da? Ach, nee, will ich nicht. Bleiben standardmäßig bei unserer Pöschte. Ja, aber nichtsdestotrotz beende ich hier den Part und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute, macht es gut. Euer Epic. Tschüss.